Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Und wir haben heute ein bisschen was vor. Wir haben in der letzten Folge von Dragon Ball Z eine Waffe bekommen. Und diese möchten wir gerne aufrüsten. Und zwar haben wir die von Fernir bekommen. Zudem habe ich von True Darkness eine Nachricht bekommen, dass dieser Schädel auch für Verbrannte gibt. Und den findet man beim Flughafen Morgantown. Da werden wir heute mal vorbeischauen. Als allererstes gehen wir aber erstmal nach Hause und gucken uns mal unsere Waffe an. Ich bin überladen. Ist ja geil. Der Fernator, den haben wir bekommen. Und den möchte ich gerne ein bisschen ändern. Außerdem muss ich noch meine Sachen reparieren. Ich zocke ja immer mit einer Decke und die war gerade unterm Stuhl, also keine Sorge, ich habe da nichts Seltsames gemacht, sagen wir es so. Ja, Floschi? Weißt du, hast du wieder Hunger? Ja, du hast immer Hunger, ne? Ja. So. Wieso spawne ich eigentlich hier hinten? Das ist nicht mal ansatzweise in meinem Haus. Aber gut, ist immer noch besser als irgendwo im Haus oder in der Wand, besser gesagt. Gut. Fanny hat wenigstens hier noch eine Tür für uns eingebaut, ne? Aber was du auch hättest machen können, Fanny, hier fehlt auch noch die Wand. Es sollen ja zwei verschiedene Eingänge geben. Na gut, das ist unsere Ausbeute von gestern. Und daneben soll ein neuer Kopf kommen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was man noch in diesen, ich würde sagen, Schaukasten der abstrakten Künste hineinkommen soll. Und ich werde das dann mal suchen. So, als allererstes natürlich runter von der Rüstung hier. So. Dann muss ich meine Sachen reparieren. Damit ich sie wieder tragen kann. Reparieren. Zwei Reparaturkits habe ich nur noch. Das ist nicht viel. Ah, das hätte ich besser machen können, ne? Ich bin zu faul. Mann, ich habe überlegt, ob ich es jetzt machen soll oder nicht. Wir machen es einfach mal. Habe ich überhaupt sowas? Rüstmeister da. Ja. Ich bin immer zu faul, um extra den Perk auszuwählen. Aber naja, gut. Jetzt ist das halt so. Hä? Wo hat sich das jetzt verbessert, Junge? Hä? Am Arsch. Hat sich gar nicht gelohnt, das zu wechseln. Deine hergestellten Rüstungen besitzen verbesserte Haltbarkeit. Ja, wo denn? Haben wir was falsch gemacht? Warte. Deine hergestellten. Ach so. Oh, ich verstehe. Oh, das ist kacke. Naja. Gut, ist halt so. Okay, dann. Einmal kurz. Ah, alles gut, alles gut. Hallo! Level Stufe 16er. Die Tür ist zu, ja. Ja, komm. Wo kommst du nicht rein? Ey! Ich hab sie nicht abgeschlossen. Ich muss hier schnell abschließen. Schloss. Schloss! Hä? Ich kann kein Schloss ranmachen. Doch, jetzt. Verdammt, er ist schon draußen. Ah, hier ist nicht mal die Tür drin. Fernir, wieso ist hier keine Tür? Ach, Mann. Ja gut, man kann immer noch von oben rein, aber naja. Oh Gott, ich glaube, man hört mich, oder? Hört man mich? Nehmen wir Mikros aus, alles gut. Ja, bedien dich mal im Automaten. Ich dachte schon, jetzt hat er gehört, wie ich ihn verarschen wollte und deswegen konnte ich ihn nicht verarschen. Hätte ja sein können. So. Und jetzt machen wir hier natürlich auch nochmal ein Schloss ran.
Ist zwar nur Stufe 0, aber mehr brauchen wir nicht. Okay, packen wir was in unsere Werkstatt, in unsere Automaten rein. So, und zwar, was wir nicht mehr brauchen, ist der Fatman des Sanitäters. Ja, das ist eigentlich eine Supporterwaffe, ne? Ich pack die jetzt einfach mal rein und wenn sie sich nicht verkauft, ja, dann ist das halt so. Ne, ist jetzt nicht so geil, die Waffe. Deswegen 2500. So. Was haben wir noch? Ansonsten haben wir nichts, was ich verkaufen wollte, oder? Ne, nur einlagern. Okay. So, jetzt bin ich ungestört hier zu Hause. Es reicht endlich in Stufe 0, weil es schreckt schon ab, weil wenn sie das Ding knacken, dann sind sie halt gesucht. Dann muss ich kein Stufe 3 reinmachen. Hatte ich hier nicht eine Truhe von mir? Ah, ich hab eine Wackelpuppe. Wo ist mein Wackelpuppenzeugding? Ach, da. Wieso habe ich da keine Wackelpuppe mehr drin? So, schon haben wir zwei. Nice. Okay. Concentration. Da müssen wir hin. Wir müssen ablegen. Wir haben viel zu viel dabei, ey. Des Mutantentöters, ne? Ist eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Waffe. Gegen Supermutanten. Also gegen Supermutanten ist die Waffe natürlich echt geil. Aber 30%, 171 Schaden, da macht ja unsere jetzige 230. Ja, also, wenn wir uns hier das hier mal angucken, das sind 30, knapp 50 zusätzlich Schaden, da sind wir bei 120. 220. Ja, da ist die hier immer noch besser. Na gut. Sehr schön. Ich muss kurz meine Taschen hier entleeren. Ich weiß, wir machen jetzt gerade viel unnützen Kram wieder, aber ich muss hier erstmal Herr der Lage werden und das gehört ja auch irgendwo dazu. Also müsst ihr durch, Leute, müsst ihr durch. So, Blutbefleckt kann erstmal weg. Die Klinge kann auch weg. Ich weiß gar nicht, wieso ich die überhaupt rumschleppe. Ja, sehr schön. Den Rest ziehen wir an. Ich bin immer noch so krass überladen, Leute. Ich verstehe es nicht. Muss die Munition sein. Aber ich kann nicht mehr wirklich viel reintun. Was habe ich denn dabei? Mini-Atombombe. Ich dachte, ich habe alle Munition weggeschleudert. Naja. Ja, wir haben mal unendlich Fusionskerne dabei. Die packen wir noch rein. Ach, der Schrott. Hat sich jetzt nicht irgendwie verbessert, oder? Das sind echt die Waffen, oder? Okay, gucken wir uns erstmal den Fernator an. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen mit dem Zeug. Wir können noch erstmal unsere Kleidung anlegen, habe ich schon, ne? Ja, 360, ja, jetzt können wir noch 60 tragen. Ist jetzt nicht der Hammer, aber gut. So. Fernator. Was haben wir denn hier so Schönes? Feuerrate klingt ja eigentlich schon mal nicht schlecht, aber dadurch verringert sich der Schaden um die Hälfte. Die Feuerrate verdoppelt sich also im Endeffekt. Oh. Tut sich da eigentlich nichts. Das hier ist ganz gut. Der kraftvolle Verschluss. Verbesserte Feuerrate, erhöhter Schaden. Das hört sich schon mal ganz gut an. Oh, verbesserte Feuerrate, erhöhter Schaden durch kritische Treffer. Ja gut, das ist. Brauchen wir nicht. Verbesserte Präzision aus der Hüfte. Ich glaube, bisher ist das hier am besten. Der kraftvolle Verschluss. So, was haben wir denn noch so Schönes? Wollen wir ein bisschen mehr Reichweite? Da haben wir einmal den Standard. Wir haben einmal überlegene Reichweite, überlegene Präzision aus der Hüfte. Brauchen wir nicht. Überlegene Reichweite und Rückstoßdämpfung. Das klingt ganz gut. Überlegene Reichweite, verbesserte Rückstoßdämpfung, verbesserte Präzision aus der Hüfte. Wir gehen auf überlegene Reichweite und Rückstoßdämpfung. Das ist ja ganz klar. Wir haben keine Schrauben mehr. Geil. Geil. Munitionsart können wir nicht wechseln, ne?
Nee. Ja, das ist blöd. Das ist blöd. Das Einzige, was noch fehlen würde, ist vielleicht der Kolben, aber der ist, glaube ich, schon ganz gut. Ja, Rückschussdämpfung haben wir drin. Da haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Aber andere Munitionsart kriegen wir nicht. Ja, gut. Dann wollen wir doch ein bisschen 45er Munition holen und mal uns ein Opfer suchen. So. Boah, ich habe 1000 Stücke, das geht ja eigentlich noch. So, 50er kann weg, 10 mm, 5 mm kann weg. Ah, gut. Ja, schauen wir mal, was wir da so Schönes haben mit unserem Dude. Wo haben wir den denn? Fernator da. Wieso kann ich nicht nachladen? Seltsam. So, kurz was getrunken, kurz was zu essen gemacht und dann können wir endlich los. So. Ist immer noch hier. Willst du rein? Bitte schön. Okay. So. Was haben wir denn hier? Fleisch. Zack, zack, zack. Kann man nicht irgendwie einfach alles herstellen drücken? Oh. Wir brauchen bald wieder neues Holz. Nein, das wollte ich nicht essen. Das wollte ich essen. Scheiße. Ja, das Eichhörnchen am Stiel ist natürlich ein bisschen haltbarer, deswegen. Ja. Egal. Gut. Wir werden am Flughafen Morgentown unsere Opfer finden. Oder wir gehen erstmal hier. Dann werden es halt die Maulwurfsratten sein, die leiden müssen. Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen perplex macht, ist, wir haben jetzt eine schallgedämpfte Waffe, die dafür eigentlich sorgen soll, dass keine Geräusche entstehen. Aber wenn im Endeffekt die Kugeln explodieren, welchen Sinn hat dann ein Schalldämpfer darauf? Versteht ihr, was ich meine? Ich meine, ist klar, ich kann nachts natürlich mit einer schallgedämpften Waffe mehr Schaden machen. Allerdings ist der Fernator, glaube ich, nicht dafür geeignet, um ja, schleichend irgendwo durch die Gegend zu rennen. Hallo, Leute. Oh, nett. Na gut, die sind jetzt alle Level 1. Also als Notfallwaffe kann ich mir die gut vorstellen. So, wo ist euer Anführer? Ich habe ihn doch gerade gesehen, wie er da im Boden verschwunden ist. 3 Stufen. Nette Waffe. Wieso hatten wir gerade mehr Munition drin als wir? Wir hatten gerade 50 Munition in der Waffe, deswegen konnte ich nicht nachladen. Hä? Okay, wir haben eine Sichel bekommen. Geil. Oh Mann, 3 Sterne Sichel. Oh. Stufe 5, alles klar. 30% Schaden gegen Meyerlocks und Insekten, 40% schnellere Zuschlagsgeschwindigkeit, reduziert Gewicht um 90%. Alles klar. Die ist für die Gartenarbeit, Leute. Eindeutig. Damit trimme ich meinen Rasen in Sekundenschnelle. Na gut. Ja, können wir verkaufen. So, machen wir die Fernator mal als Favorit. So, das wird unsere Notfallwaffe. Die mache ich jetzt wirklich nur, wenn ich in Bedrängnis komme. Dafür muss ich aber merken, wo sie ist. Da, oben rechts, alles klar. Wir haben hier einen, um Dicke zu töten. Notfallwaffe für sehr viele Gegner. Ne? Oh, dann passt das schon. Dann sind wir eigentlich jetzt gut gewappnet. Ich bin tatsächlich
fast schon der Meinung, wir sollten demnächst mal wieder bei Vault, wie hieß der Scheißer? Vault 42? Ich weiß gar nicht mehr, welche Vault das war. Warte, die war doch hier oben irgendwo. Kannst du mir doch nicht erzählen. Ist die verschwunden? Haben sie die weggenommen? Leute, ich schwöre, hier war eine Vault. Ich will, weil die Vault, die hier irgendwo war. Bin ich jetzt blind oder so? Oder versteckt die sich hier? Vault 94 war das da. Dass wir da mal wieder vorbeischauen und gucken, wie wir jetzt da klarkommen. Beim letzten Mal war das ein bisschen, naja. Ich habe was gegen Verbrannte und ich glaube, da waren sehr, sehr viele Verbrannte, ne? Wir müssen da halt nachts aufschlagen, wenn wir diese Punkte investiert haben. Wir müssen also diese zwei Punkte, wenn wir diese zwei Level-Ups jetzt noch bekommen, dann gehen wir da hin und probieren das nochmal aus. So, ist der Flughafen? Nein. Wo ist der Flug? Da ist der Flughafen. Der Flughafen von Wade? Flughafen Morgentown. Ach, der war hier oben irgendwo, ne? Wo war denn der? Oh Gott. Da. Flughafen von Morgentown. Und da soll's noch was geben. Bin ich mal gespannt. Ups. Sorry, Mikrofonständer. Ich habe dich gerade erst repariert, ne? Wenn die Schrauben werden langsam los, es wird Zeit, dass ich mir einen neuen organisiere. Wobei eigentlich wollte ich ja mein neues Mikrofon mal irgendwie anstecken und testen. Vielleicht kriege ich das auch noch in die Tage. Ich habe leider viel zu viel zu tun jetzt die Tage. So. Und hier müssen wir fündig werden. Nee, ist ganz schön ab. Okay, wenn ich... Oh, cool. Hallo, Hepatitis. Wenn ich... ein toter Verbrannter wäre. Dessen Kopf hier irgendwo rumliegt. Wo würde ich rumliegen? Wir müssen halt die Zelte untersuchen. Hallo, kennen wir dich? Die Weihnachtsflut. Hier spricht Maria Chavez. Heute ist der 25. Dezember 2092. Vor langer Zeit, in der Welt vor dem Krieg, war dies eine festliche Zeit, die man mit seinen Liebsten verbrachte. Jetzt ist es eine Zeit der Einkehr und der Trauer. Es war heute vor 10 Jahren, als wir bei einem tragischen Ereignis, der Weihnachtsflut, große Verluste erlitten. Ich hoffe, dass durch diese Aufnahme weder die Flut noch ihre Opfer jemals in Vergessenheit geraten. Genau genommen beginnt diese Geschichte im November 2077, einen Monat nach dem Krieg. Überlebende aus dem Skiresort Pleasant Valley schickten eine Gruppe nach Charleston, um Hilfe und Vorräte zu bitten. Die Führung der Stadt lehnte ab. In der Zeit gab es so viel Chaos und so viele Bedürftige, dass sie der Anfrage wohl gar nicht hätten nachkommen können. Die erfolglose Bitte um Hilfe führte unter den Überlebenden im Skiresort zu einem Führungswechsel. Ein brutaler, herzloser Mann namens David Thorpe übernahm die Kontrolle. Und seine Leute machten eine furchtbare Verwandlung durch. Sie rissen alles an sich, was sie wollten, und töteten jeden in ihrem Weg. Jahre später führte Thorpes Freundin Rosalyn einen Überfall auf Charleston an. Die Angreifer wurden schnell entdeckt und ein Kampf brach aus. Nur wenige entkamen, aber Rosalyn wurde verletzt und zusammen mit ein paar anderen Raidern gefangen genommen. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Responder die Stadt weitgehend übernommen und wir kamen ziemlich gut klar. Wir dachten, wir könnten es mit den Raidern in ihrem eigenen Gebiet aufnehmen. Also schickten wir eine Gruppe in die Berge, um zu verhandeln. Wir hatten gehofft, dass sie uns in Ruhe lassen würden, wenn wir einige ihrer Gefangenen freiließen. Da lagen wir falsch. Thorpe hatte irgendwie eine Mini-Atomrakete in die Finger bekommen. Am Weihnachtstag jagte er damit den Summersville-Damm in die Luft. Wir verloren fast alles. Unsere Zuhause, unsere Vorräte und den Großteil unserer Freunde und Familien. Die folgenden Wochen und Monate waren die härtesten meines ganzen Lebens. Aber irgendwie haben wir auch das durchgestanden.
Wir lebten weiter im Sinne der Responder, obwohl nur eine Handvoll von uns überlebt hatten. Das ist die Geschichte der Weihnachtsflut. Erzählt euren Kindern davon. Erzählt allen davon. Lasst uns die Tragödie so lange wie möglich in Erinnerung behalten. Solche Geschichten sind geil. Mehr davon, Bethesda. Nicht diese kleinen Kurzgeschichten. Ich war gerade pinkeln und da wurde mir in den Kopf geschossen. Hui, ich bin tot. Oh Gott. Doch niemanden. Du stehst mir im Weg. Ich wollte gucken, welches Level der hat. Wie ist hier so eine Sirene an? Hört ihr das? Wo kommt die her? Terminal der Erstdiagnose irgendwas. Alles klar. Was hast du denn für die Safe-Steuerung hier? Öffne mal, danke. Ah, easy, nein, oh Gott, Protokoll. Anmerkung, im Safe lag dahin dein verfaulter Apfel, den habe ich rausgenommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich wütend bin, aber enttäuscht bin ich schon. Für Nahrungsmittel haben wir Kühler, okay? Wehe, da ist jetzt ein Apfel drin. Okay. Dann ist ja gut. Bleib mir bloß weg. Auf dich habe ich jetzt keinen Bock. Oh nein. Er wird mir markiert als Ziel. Was ist denn das? Er geht mir hier auf den Sack. Oder ist das die Brandbestien-Alarmanlage? Hm? Hinten ist was. Wir schleichen mal da kurz hin. Würde die gerne ausmachen. Aber rennen wir da hinten erstmal zum Gratis-Loot. Aber ich glaube, hier war ja gerade jemand, ne? Der wird das höchstwahrscheinlich eingesammelt haben. Kollisionskurs. Feuere einen Leuchtfackel ab, um die Frachtboot zu rufen. Will ich gar nicht. Oh, cool. Danke. Ich will kein Event machen. Nö, sehe ich jetzt nicht ein. Ich muss strategisch hier alles ablaufen. Ich will diesen Kopf haben. Vielleicht hier? Hier unter den ganzen Teilen vielleicht versteckt? Das könnte sein. Ich gehe da gleich hoch und mach die Alarmanlage aus, ey, ganz ehrlich. Süße Bohne! Liebster Gary, ich bin oben in meinem Lager. Maria hat mir einen Tag der geistigen Gesundheit verordnet, damit ich mich mal entspannen kann. Komm mich besuchen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Hausmannskost aus Flatwoods mitgebracht. Dann könnten wir ein Picknick machen. Halt, Moment, das kenne ich. Ah. Oh, Bauplan, Bratspieß, danke. Das sagt mir tatsächlich was. Wir hatten mal eine Quest hier in der Nähe, da ging es um ein Picknick. Ey, jetzt gucken wir mal, dass wir hier die Scheiße da ausmachen können, ey. Kann doch nicht sein, dass hier die ganze Zeit dieses kommt. Wer will denn das hören? Ich weiß, was wir doch in den Schaukasten machen können. Leider habe ich es schon verkauft, aber ein Kopf von einem Dingenskirchen, ihr wisst schon. Die Typen, die ich so nicht mag. Hier, die weiblichen Bots. Sagen wir bitte, dass ich mit dieser Alarmanlage ausschalten kann. Melody Larkin Bericht. Das war auf jeden Fall eine heftige Woche. Wir haben noch mehr gute Leute im Kampf gegen diese verdammten Biester verloren. Und jetzt hat mir Chavez gesagt, dass wir ein neues Funksignal empfangen haben. Ein Hilferuf. Sie will, dass ich das mit meinem Team untersuche. Kann nicht allzu weit entfernt sein. Hab schon rausgefunden, dass es südlich von hier stärker wird. Das Problem ist, dass wir direkt durch Raidergebiet müssten, um die Person zu finden. Und dafür fehlen mir gerade die Zeit und die Männer. Tut mir leid. Aber ich werde ihr sagen müssen, dass das nichts wird. Noch nicht. Mein Team bildet die letzte Verteidigungslinie. Und wenn ich damit auf irgendeine sinnlose Suche gehe, könnte das wieder so enden wie bei der Weihnachtsflut. Du kannst deinen Arsch darauf verwetten, dass ich das nicht nochmal zulasse, auch wenn irgendwer da draußen nach Hilfe schreit.
Die Zeiten haben sich geändert, Mann. Das ist nur eine kurze Nachricht. Da oben auf dem Dach vielleicht. Ich weiß nicht, wo dieses verbrannte Scheißding sein soll, aber es muss hier irgendwo sein. Und da habe ich auch noch nicht geguckt. Das ist bestimmt der Brandbestienalarm gewesen. Weil jetzt hat sie aufgehört. Und die Brandbestie ist ja auch weg. Das war hundertprozentig der Brandbestienalarm. Da oben war ich schon. Da habe ich hier in diese Zelte geguckt. Ja. Da habe ich reingeguckt. Hier ist nichts. Da können wir wenigstens den Flughafen einmal richtig kontrollieren. Haben wir ja nie gemacht. Ist ja hier immer durchgerannt, wie die Bekloppten. Hauptsache Questen. Okay, so. Wo könnte es sein? Ich kann mir gut vorstellen, dass es versteckt ist. Halt, da oben. Da sehe ich doch was. Ah, es ist nur ein Skelett. Das brauche ich nicht. Ja, auf dem Dach waren wir. Dann müssen wir jetzt in diese Richtung gehen. Man sieht hier aber schon vereinzelt diese Typen hier. Was haben wir denn da? Da sehe ich noch einen Container da oben. Scheiße. Es ist wie so eine Schatzsuche. Nur dass man nicht weiß, wo genau. Ich weiß, dass es hier ist, aber ich weiß nicht, wo. So, da waren wir ja drin, ne? Hier haben wir auch schon geguckt. Da war ich auch drin. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier oben ist irgendwo. Es ergibt keinen Sinn. Guck mal da. Erstmal den Arsch geschossen. Aber wenn ich den jetzt nicht finde, dann bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Muss ich sagen. Er musste mir leider genau sagen, wo es ist. Oder einfach einen Timestamp geben, wo ich in der Nähe war. Geht auch. So, was haben wir hier? Responder Trainings, brauche ich nicht. Hier haben wir auch schon geguckt. Vielleicht bei einem dieser Sanitätern? Was ist das? Du bist kein Kopf, oder? Ah, schade. Wäre auch zu einfach gewesen. Holz. Na gut, das ist gerade das Holz. Das nehme ich mit. Aber ich glaube, es wird wärmer. Ich glaube, wir kommen an der Sache näher. Es sieht mir doch aus, als würden wir hier gleich irgendwo den Kopf finden. Da ist ein Kopf. Ich bezweifle, ob es der ist, den wir suchen. Der Andres Notiz. Der Liebe meines Lebens. Abby sagte, wir könnten ihren Bunker für unser Jubiläum benutzen, was auch immer du dafür geplant hast. Ich weiß, es sind erst ein paar Monate. Okay, 2 Monate, 3 Wochen und 4 Tage. Aber ich bin ja sowas von aufgeregt. Du hast mein Leben verändert, André. Ich hoffe, du weißt das. In Liebe, deine Lydia. Oh, Lydia! Oh, Lydia, ich vermisse dich. Oh. Lydia war die erste Begleitung in Skyrim, die alles verkackt hat. Das war so schön. Alles klar. Ihre Schritte, aber ich bezweifle, dass es der Typ ist, dessen Kopf wir suchen. Ist nur so eine Vermutung, dass er es nicht sein kann. Schade. Oh, mein Hoffnungsträger, du warst es nicht. Obwohl, hier oben waren wir noch nicht. Oh. Verbrannte Hand im Glas. Ach so, ich dachte, das wäre ein richtiger Kopf. Ah. Verbrannter Fuß. Ja, gut. Gut, wir haben es jetzt gefunden. So gut wie jedenfalls.
Weil das Eigentliche, was wir suchen. Oh, psychische Bewertung Olivia P. Henderson. Okay. Schädel ohne Schädeldecke. Hand. Alter, gib mir den Kopf! Kopf. So. Vielleicht können wir ja den anderen Kopf auch in ein Glas setzen. Dann sieht es nicht so panne aus. Gut, wir haben es gefunden, Freunde. Yeah! Folgenziel erreicht. Oh, nice. So. Das gefällt mir doch. Aber dann würde ich sagen, schauen wir jetzt hier nochmal fix rein. Und dann gucken wir in der nächsten Folge, ob wir... Achtung vor Spannern? Oder was heißt das? Das ist überall drauf. Das sieht so aus, als... Oder ist das zum Augenreinigen? Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie seltsam. Einer, der duscht und einer, der guckt. Na gut, ich würde sagen, wir ziehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich die Aufzeichnung an, wenn wir sie finden. Und dann vielleicht, na gut, ich nehme jetzt ja sowieso noch ein bisschen auf, aber vielleicht können wir demnächst nochmal ein bisschen auf Kopfsuche gehen, falls ihr noch andere Köpfe für mich habt, die ich finden kann. Sowas sammle ich ja gerne und kann ausstellen und alles. Das macht mir Spaß. So, in diesem Sinne, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.